Hallo, was geht ab? Heute zeige ich so ein bisschen das Katastrophen-DLC für den Shabo 91, ne? Guter Mann, folgt ihn auf jeden Fall bei Twitch rein. Wenn ich das nicht vergessen habe, auch in der Videobeschreibung verlinkt. Nimm jetzt mal ja die Town, die ich bis irgendeinen bestimmten Safe-Punkt. In anderen hatte ich noch, wo ich hier schon das Gefühl fast voll hatte. Habe ich überspeichert, weil ich wieder zum zweiten Mal auf einer anderen Map baue, aber ist jetzt nicht Thema. Ja, wir haben jetzt hier auf dem Schulstand 14.000 Bevölkerung. So, Flughafen, etc. sieht man ja. So, Katastrophen-DLC. Es gibt na klar jetzt ein paar Gebäude, gibt unter Feuerwehr, denn hier oben Katastrophenschutzdienst, gibt es hier übersichtliche Gebäude. Es gibt einmal Katastrophenflugstation, Katastrophenschutzeinheit braucht man, die beiden braucht man auf jeden Fall. Man kann sich ja auch schon mal, also Schabe, du kannst ja schon mal sehen, was das kostet, beziehungsweise auch was der Unterhalt von den Gebäuden ist. Hier. Ja, also die ersten beiden Gebäude, Schutzeinheit, wie gesagt, Katastrophenschutz, Flugstation, dann gibt es hier eine kleine Notunterkunft, da passen 1000 Leute rein. Ja, benötigt aber weiterhin Strom im Katastrophenfall und auch noch Wasser. Genauso wie Nahrungsmittel. Wenn die ausgehen, sterben alle da drinnen. Genauso wie eine große Unterkunft, wo dann 10.000 Leute reinpassen. Genau. Und als Schutz oder als warnmäßig, es gibt ja mehrere Katastrophen. Es gibt einmal halt diese Antennen, die helfen ganz gut gegen Blitze bei Gewitterstürme. Dann gibt es hier einen Erdbebensensor. Man muss da klar, wenn man seine Stadt, ja, auf jeden Fall seine Stadt oder Umkreis der Stadt schützen möchte, sollte man nicht nur ein hinstellen. Also die Sachen haben immer einen bestimmten Radius. Ich kann das ja mal posten. Ihr seht den Radius. Also du siehst jetzt den Radius, wie groß das ist. Ne? Bei den Bojen, also für Tsunami steht ja auch da. Die muss man denn, also ich würde die, also wenn du, na klar, eine Map hast, wo Wasser ist, also wo mehr Wasser ist und offen ist, nicht so wie hier. Weil in dem Gebiet sollte man eigentlich nicht so wirklich Tsunamis kriegen oder beziehungsweise die werden halt wahrscheinlich nicht ankommen. Ne? Höchstens von hier könnte eine Welle kommen und hier lang spülen, sag ich mal. Ne? Aber jetzt nicht random sozusagen. Ne? Dann gibt es hier einmal hier eine Wetterstation. Ne? Ja, die warnt dich denn, wenn, ne, steht ja auch Gewitterstürme oder auch Tornados anstehen, sag ich mal. Und gegen Kometen hilft es hier, diese große Satellitenschüssel. Ja. Ja, wir werden jetzt erstmal so ein bisschen was hier von bauen, würde ich sagen. Ich baue das jetzt mal einfach hier beim Flughafen hin, wenn es passt. So. So, ja, okay, ne, ich muss irgendwo hier random eine Stadt errichten oder eine Straße, was in der Nähe ist hier irgendwie, keine Ahnung. Machen wir jetzt mal was richtig Unvorteilhaftes, jetzt einfach nur so als Test. Bauen hier mal die Straße hin. Na, ist na klar doof, ich habe jetzt alles hier relativ in der Nähe. Abwasser, Trinkwasser ist hier, Abwasser da. Also, wenn ich da jetzt Komet reinjage, ist eh alles weg.
Aber Komet machen wir als allerletztes, würde ich sagen. Ja, aber ich baue jetzt als erstes hier die ganzen Sachen, die man so braucht. Nee, einmal das hier. Einmal das hier. Kriegt es auch mal eine kleine Größenansicht davon, von den Sachen. Ja, machen das jetzt einfach mal hier mit einer. Also, wohl, wie viele Einwohner habe ich? 14.000. Nehmen wir einfach einen großen Bunker, der sollte hier für das Gebiet reichen. Muss ich natürlich jetzt irgendwo hier hin platzieren. Aber ich will jetzt eigentlich nicht so viel kaputt machen. Dafür, für das Gebäude. Heißt ja eigentlich auch egal. Mir das so hin. Denn genauso wie ich mache das jetzt mal ohne Warnsignal, also beziehungsweise ein Warnsignal wird eh kommen und auch die Position, da springt halt automatisch die Kamera hin. Schon mal so vorweg gesagt, deswegen. Ja. Machen wir jetzt mal als Test nicht die Warnsysteme. Guck mal, ein Erdbeben können wir hier platzieren. Brauchen natürlich auch Strom. Teilweise die Gebäude, nicht alle. Ein paar brauchen auch Strom. So müssen dann gleich jetzt die ganzen Gebäude auch bauen hier, ne? Na klar, frisst das na klar alles schön viel. Das ist ein Radius, das Gebäude, nee, also kann ich das hier hinten hinstellen. Erdbebensensor haben wir ja einen hier platziert, der deckt eigentlich ja alles Wichtige ab. Ja, Tsunami-Kram mache ich jetzt einfach mal hier so ein paar Bojen hin. Muss mal gucken, kann hier noch von irgendeiner Stelle direkte Map-Anbindung ins Wasser. Ja. Hier gibt es ja nur den hier, oder? Ne, hier gibt noch eine. Okay. Dann machen wir hier auch noch mal zwei hin. Ja. Und Blitze. Keine Ahnung. Machen wir höchstens. Jetzt muss ich alles wieder hier suchen. Machen wir höchstens hier hin. Nehmen wir hier. Ne, nehmen wir die hier. Die reicht völlig. Wollen das hier auf jeden Fall schützen. Na, ja, aber das war es jetzt noch nicht ganz. Also ganz wichtig, die Notunterkünfte, ne, die du platzierst, da musst du dann vorher halt draufklicken und dann musst du ja einen Fluchtweg setzen. Also hier fahren später Busse raus, die auch, sag ich mal, ein paar Bürger einsammelt. Die meisten rennen eigentlich automatisch da rein oder fahren dahin. Wir machen das jetzt mal einfach hier komplett so rum. Einmal hier ganz ganz stumm, wie ich meine Busse immer platziere. Ich will jetzt auch kein Stundenvideo machen, deswegen will ich mich eigentlich relativ kurz fassen hier. Mal das so. Zack. Ist genauso wichtig. Die Gebäude, wie gesagt, wir brauchen halt Strom und Wasser. Und ich sag mal, ne, Wasser und Strom sollte voll sein. Deswegen müssen wir das jetzt immer ein bisschen warten, bis wir das so ein bisschen voll haben, bevor wir das Alarm auslösen und ja, überleben die selbst da drin nicht so lange. Ich kann ja mal schauen. Es gibt auch, glaube ich, eine rechte Linie. Die habe ich sogar drin. Schnelle Erholung. Na klar, wenn du Zonen hast, schnelle Erholung. Reinballern, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob das denn automatisch kommt oder so. Ich habe das meistens aus, weil das macht mir meistens immer nur meine Städte kaputt. Darauf habe ich halt meistens keine Lust. Ja. Nur am Ende, wenn ich meine Stadt selber kaputt mache oder so. Ne, dann ist es na klar drin, ne? Na klar, habe ich hier
gefühlt kein Sound, ich weiß nicht warum. Ja, jetzt voll, wir könnten jetzt, na, wir werden das jetzt nicht automatisch auslösen. Jetzt gehen wir mal eben hier den Reiter, denn hier hin, Katastrophen, und hier siehst du mal die ganzen Katastrophen, die es gibt. Gibt ein Tornado, gibt es halt Erdbeben, es gibt so eine, so ein Krater, so ein Loch, was einfach entsteht. Genauso Gewittersturm oder Waldbrände. Ja, kannst damit, mit dem Pool kannst du einfach Gebäude einstürzen lassen, Häuser abfackeln, halt einen Tsunami auslösen oder ein Asteroid reinballern. Wir nehmen jetzt mal, wir fangen jetzt mal an mit dem kleinsten Müll. Ich will das jetzt auch nicht direkt in die Stadt platzieren mit dem Erdbeben, weil Erdbeben macht auf jeden Fall Straßen kaputt. Irgendwie, ja komm, wir ballern jetzt einen Tornado rein. Ich würde mal sagen, wir können die Stärke einstellen. Maximalen Tornado, wo kommt eigentlich relativ selten vor. Dann machen wir nur ein Tornado Stufe 6, würde ich sagen. Ich würde sagen, ja. Genau, reinballern. Drückt mir hier auf Evakuieren, das macht er nämlich nicht automatisch. Also sobald diese Meldung kommen sollte, immer auslösen. Sicher, sicher. Weil man, also wenn die zufälligerweise auftreten, die Ereignisse, kann man ja auch nicht bestimmen, wo sie landen, sag ich mal. Ne? Nur so jetzt, ne? Da sieht man das so, aber ist halt nicht voll, ne? Also, man hat halt nur relativ wenig Zeit sozusagen. Auf jeden Fall flüchten in die Richtung können sie jetzt schon mal nicht mehr, weil jetzt die Brücke beschädigt ist. Aber es sieht eigentlich ganz geil aus, wie teilweise hier Sachen wegfliegen und so. Ist na klar, gleich Schrott die Stadt. Oder hier Chavo Island wird gerade von einem Tornado zerstört. Hat zwar nur Stufe 6. Und wie viele haben es bisher in den Bunker geschafft? Ja, 300 werden überleben. Nein, Spaß. Es werden noch ein paar mehr überleben, so, aber sehen wir am Ende, wie viel im Endeffekt zerstört wurde. Dann kann ich dir zeigen, wie das ist mit den, sage ich mal, Gebäuden, die man reparieren kann. Das geht auch nämlich nicht mit jedem Gebäude. Hier regnet es Autos. Ja, direkt über die Autobahnauffahrt. Ja, geil. Da siehst du jetzt auch ein Schadensbild, was so ein Tornado anrichtet, ne? Also jetzt nicht wirklich viel. Ja, geil. Direkt die Autobahn lang, ne? Freue ich mich gleich, ja? So. Wie viele haben bisher überlebt? Guck mal, selbst die Route wurde zerstört. 500 Leute. Lassen wir jetzt mal noch laufen. Ja, der Schadensbild von Tornado sieht halt so aus. Ja, das funktioniert halt immer noch einwandfrei hier. Die Gebäude hier, ja, wenn du kein Tool hast, die ist automatisch abreißen. Aber ich weiß, glaube ich, nicht, ob das so ist. Na klar. Kommt hier jetzt auch keiner rüber, ne? Weil es halt hier ist, ne? Ah ne, guck, die Helis sind schon im Einsatz. Und überall, wo die Helis waren, kann man, sag ich mal, das wieder erneuern. Die Straßen erneuert man halt einfach, indem man, ja,
die Straße auswählt, die man halt hatte und dann das Teil ersetzt. Hier bereit für den Wiederaufbau. Normalerweise muss man das hier anklicken, aber irgendwie passiert bei mir hier nichts. Ja, wie gesagt, man kann halt, hier steht zwar bereit zum Wiederaufbau, aber bei nicht jedem Gebäude funktioniert das leider. Also bei Servicegebäuden funktioniert das oder bei Parks geht das, aber bei normalen Gebäuden funktioniert das nicht. Da musst du die tatsächlich ja manuell abreißen sozusagen, wo die Leute gerettet worden sind. Na ja, und dann, wenn du halt die Nachfrage wieder hast, dann bauen die sich halt wieder auf. Na, hier bereit zur Dingsens Wiederaufbau, siehst du, hier ist halt, man kann hier auch nicht draufklicken oder so. Ne, die Gebäude musst du halt per Hand abreißen. Bei Servicegebäuden funktioniert das meistens. Ich glaube, hier wurden keine zerstört, oder? Keine Servicegebäude. Ne, eigentlich nur Wohngebiet und sowas hier zerstört wurde. Und halt Straßen. Aber wie gesagt, Parks, Polizeistation, sowas kannst du wieder aufbauen. Bei, wie gesagt, bei solchen Gebäuden funktioniert das nicht wirklich. Die Straßen musst du halt dann ersetzen. Nimmst halt dann, sprich jetzt wie ich hier die Autobahn. Muss man eben hier das Tool anklicken. Ja, und dann musst du halt die Straße ersetzen sozusagen, ne? Wenn du die Straße denn ersetzt hast, dann funktioniert es auch wieder. Das ist halt tatsächlich das Stressigste der stressigen Sachen, die ganzen Straßen wieder neu, also ersetzen. So, Verkehr kann hier wieder fließen. Jetzt muss ich hier noch mal eben das hier noch ersetzen. Also wie gesagt, du musst halt die wirklich die Straße ersetzen. Na? So, okay, jetzt sind eigentlich nur noch von unten die Gebäude, sag ich mal, am Start. Immerhin flüchten immer noch ein paar, also die es überlebt haben. Na, wie gesagt, ja, siehst ja, bei nicht bei jedem Gebäude funktioniert, bei wirklich bei den normalen Häusern musst du tatsächlich jedes einzelne Gebäude abreißen. Hier. Bei der großen Bank zum Beispiel geht wiederum Wiederaufbau. Na? Und worüber bereit zum Wiederaufbau? Ja, die Gebäude musst du halt alle wirklich per Hand abreißen. Ja. Aber sobald eine rote Sprechblase hier zwischen ist, weißt du, dieses Gebäude kannst du wieder wiederaufbauen. Den Rest nicht. Den musst du tatsächlich abreißen. Per Hand. Im schlimmsten Fall. Ja, dann machen wir mal weiter. Dann gibt es hier ein Loch. Den machen wir jetzt mal einfach. Hier, Friedhof brauchen wir ja nicht mehr. So. Ne? Einfach so ein Loch. Kommt denn das jeweils, wenn das na klar in der Stadt unter der Straße, da verschwindet denn die Straße. Ich muss mal die Zeit wieder schneller machen. Das braucht manchmal so ein bisschen. Hat so eine, und man kann es auch nicht spammen, so wirklich, das hat alles abgelenkt Zeit.
Bei dem Gebäude geht das auch. Guck, Friedhof einfach weg. Und wenn sowas kommt, hast du auch keine Auswahl zum Wiederaufbau. Ne? Hier ist noch irgendwas zum Wiederaufbau. Feuerwehr, wichtig. Wichtig und richtig, würde ich sagen. Genauso wie bei den, wie gesagt, bei den zerstörten Straßen, musst du das halt per Hand setzen. Ich weiß nicht, ob die Straßenmeisterei auch sowas macht. Die habe ich jetzt hier nicht platziert. Was könnte auch möglich sein, dass die Straßenmeisterei sowas automatisch macht. Können wir ja mal einmal ausprobieren. Setzen wir die mal hier mitten in die Stadt eben kurz. Zu gucken, ob die irgendwas hier machen. Okay, die kommen jetzt hier nicht raus, ne? Keine Straßenanbindung, warum nicht? Okay, ich weiß warum. Ich weiß nicht. Waren die da raus? Machen die was? Oder machen die nichts? Ne, die machen anscheinend nichts. Die Meisterei macht auch nichts. Wie gesagt, die Straßen, die beschädigt sind durch den Tornado, musst du alle per Hand ersetzen. Dann machen wir mal weiter. In 20 Minuten. Dann gibt es halt einen Gewittersturm. Warum machen wir jetzt voll Lutsche? Video wird doch eine halbe Stunde. Kannst ja überspringen. Kannst du ja einfach überspringen. In den Zwischensegmenten sozusagen. Du musst mir ja nicht zuhören, wie ich hier rede. Ja, und wenn halt Blitze halt Bäume treffen, Wälder treffen, Häuser treffen, während Feuer ausgelöst ist, können auch Strommasten zerstört werden. Also die Strom wir tragen in deiner Stadt zum Beispiel, können durch Blitzeinschläge auch zerstört werden. Dann gibt es halt hier Forstfeuer, also Waldbrand. Ne? Breiten sich auch aus, sozusagen. Je nachdem, wie dicht besiedelt das ist, sozusagen. Dann gibt es hier einmal Gebäudeeinsturz. Da stürzt halt einfach random Gebäude einfach ein. Dann gibt es halt Feuer. Also es kann halt auftauchen. Keine Ahnung. Wir drücken jetzt einfach mal auf Tsunami, aber hier wird eh wahrscheinlich nicht wirklich irgendwas mäßig passieren. Müssen wir mal einfach mal eben abwarten, ob da irgendwas passiert, ob wir irgendeine Warnung kriegen, eine Meldung für Tsunami oder so. Aber sollte auf der Welt eigentlich nicht passieren. Kann ich mal eben kurz hier warten. Okay, irgendwo, keine Ahnung, eine Meldung kommt. Ob wir irgendwas sehen hier bei den Wasserschnittstellen, aber ich habe keine Ahnung wieder, wo ich bin hier. Okay, es gibt nur auf der Seite oben und also hier gibt es nur und hier gibt es nur. Aber hier fließt das Wasser ab. Der Tsunami geht anscheinend nicht auf der Welt. Ja, und das gute Stück, sagen wir, nehmen wir immer das Beste zum Schluss. Ein Asteroid kommt genau
Sagen wir jetzt mal einfach hier. Genau im Herzen der Stadt, würde ich sagen. Das ist auch schon das große Finale. Und das kann halt random passieren, egal welche Stärke, auf Stufe 1 oder ja, Max-Stufe. Kann halt random passieren, ne? Ja, und wenn ein Asteroid halt einschlägt, ist halt alles kaputt und es ist ein Krater. Und ein Umkreis stürzt ein und ja, der Umkreis brennt, na glaub, ne? So. Und hier siehst du ja, hier müsstest du auch wieder die Straße ersetzen. Die Straßen hier ersetzen, wenn du Wasserrohre platziert hast, die müsstest du auch ersetzen. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen.